Freunde, heute vor genau einem Monat kam die TKL Pro raus und das war das letzte Video, was über die TKL rauskam, von mir zumindest. Deswegen dachte ich, gebe ich heute ein kleines Fazit nach einem Monat, wie die TKL Pro so ist, wie die sich nach einem Monat spielen auf jeden Fall sich sehen lässt. Vor allem, weil bei Amazon immer diese kleine Bewertung ist, also in Amazon-Bewertung, dass auf jeden Fall die Tasten foliert sind und nicht lackiert und dadurch die Tasten so ein bisschen abgehen. Hier sind auf jeden Fall ein paar Bilder, wie das so aussieht, aber da trifft es meist eigentlich nur die Rocket Vulcan 122 Amo. Aber es ist auch schon öfter vorgekommen, dass bei eher schwarzen Tastaturen das der Fall ist. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, dass sich bei der Tastatur jetzt nicht groß was verändert hat. Also es ist eigentlich immer noch genau dieselbe Tastatur, die sie auch am Anfang war. Es gab nur ein kleines Problem, was ich am Anfang hatte, beziehungsweise ja in den ersten paar Tagen. Da habe ich auch den Rocket Support kontaktiert. Oder musste ich eher den Rocket Support kontaktieren. Aber das war eher wegen meiner eigenen Dummheit, deswegen können wir darüber einfach nicht reden, Jungs. Perfekt, nice, den haben wir. Let's go. Aha. Moin, Bro. Okay, nice. Haben wir ihn auch. Zwei Kills. Zwei Easy Kills sogar. Aber ja, Freunde, es gab auf jeden Fall nur ein kleines Makel. Aber das war eher von meiner Seite aus, weil ich einfach wirklich zu blöd war. Ansonsten habe ich N- und Pluspunkt entdeckt. Und zwar gibt es hier unten bei den Tasten, also bei den Switches, hier sind auf jeden Fall auf diesen durchsichtigen Dingern nochmal so eine Rocket-Eingravierung drauf. Das ist auf jeder Taste. Habe ich schon nachgeschaut. Vielleicht kann ich es hier nochmal ein bisschen besser zeigen. Hier drauf ist auf jeden Fall immer so eine Rocket-Eingravierung. Ist mir noch letztens aufgefallen, deswegen dachte ich, erwähne ich das auf jeden Fall auch. Okay. Oha. Ah, oh, schade, Jungs, schade. Erste Runde auf jeden Fall leider nicht gewonnen. GG wird auf jeden Fall rausgehauen. Ansonsten, Freunde, sind die Tasten auch eigentlich wie vorher. Also da kann ich auf jeden Fall keinen Unterschied merken. Sind auf jeden Fall, wenn ich mir jetzt, also wenn man, ich habe mir die vorher nochmal genauer angeguckt, sind aber genauso wie am Anfang. Also da hat sich wirklich absolut gar nichts verändert. Dementsprechend kann ich jetzt auch nicht sagen, ob das bei der Rocket Vulcan TKL Pro auch der Fall ist, dass die Tasten foliert sind und nicht lackiert, kann ich da auf jeden Fall nicht zu sagen. Es ist auf jeden Fall so, dass die Tasten nicht so kaputt gehen wie bei den anderen, die auf jeden Fall so Rocket-Probleme hatten, was das angeht. Okay, nice. Er pearlt sich rüber, wir machen es auch. Nice, okay, der war deutlich einfacher, als ich gedacht hätte. Hat auf jeden Fall das Tankkit am Start. Und ich würde sagen, auf den Guy gehen wir auch nochmal ganz kurz. Pearl tun wir uns auch rüber. Ansonsten. Ja, perfekt. An der Tastatur hat sich auf jeden Fall nichts verändert. Deswegen würde ich auf jeden Fall immer noch eine Empfehlung raussprechen. Dadurch, dass halt wirklich die Tasten immer noch gleich geblieben sind und da wirklich nichts passiert ist, dass irgendwie die Tasten irgendwie kaputt gegangen sind oder sonstiges. Ja, sind immer noch genauso wie vorher und dadurch ist die Tastatur auf jeden Fall immer noch genauso nice wie am Anfang. Also es hat sich wirklich nichts verändert, außer dass die Tasten halt wirklich ein bisschen eingestaubt sind, aber was halt komplett normal ist. Okay, nice. Nein! Oha! Bro, wer ist er denn? Nice, den haben wir. Okay, okay. Ich weiß nicht, was er da oben jetzt veranstaltet. Nice, okay, 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 okay. Nein! Oha, Bruder, was macht er denn jetzt? Junge, WTF. Oh nein, Digga, WTF. Bro, das kannst du denn nicht machen. Junge, wie... Oh, ich hab so ein Pech, Digga. Ich hab so ein Pech. Junge, jedes Mal. Jedes Mal. Okay, Jungs, ich sag, wie es ist. Die Runde wird zerstört. Ich sag, wie es ist. Okay, er ist auf jeden Fall schon mal down, denke ich. Ja, perfekt. Komplett OP-Web. Sehr schön, Jungs. Sehr, sehr gut. Der letzte ist auf jeden Fall in der Mitte.
Ja, perfekt. GG auf jeden Fall, die Runde. Ich sag ja, wenn ich zerstöre die Runde, wird die Runde auf jeden Fall zerstört. Klare Empfehlung auf jeden Fall immer noch an die Tastatur. Ist eine sehr, sehr geile Tastatur. Ist bis jetzt vielleicht sogar die beste Tastatur, die ich hatte. Das war's auf jeden Fall, Jungs. Mit dem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es da, lasst sogar eine positive Wertung da oder ein Abo, falls ihr es nicht getan habt. Ansonsten, Jungs, wünsche noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein. Peace.